Katharina, heute der Sieg hier beim La Diagonella Sommer Race. Vor einer Woche dritte beim Allianz Lopet. Wie bist du zufrieden mit den zwei Rennen in einer Woche? Ja, also mit Allianz Lopet bin ich sehr zufrieden, muss ich sagen. Und weil die Konkurrenz war wirklich sehr, sehr stark. Und heute, ja, war ziemlich warmes Wetter und wirklich schwere Rennen. Aber ja, bin zufrieden. Jetzt rückt der Winter näher und die Saison kommt. Ja, wie bist du oder wie ist dein Leistungsstand momentan? Bist du in Form und auf dem richtigen Weg bis zum Winter? Ja, also ich glaube, ich bin gut drauf und ich trainiere immer für die Marathonläufe und ein bisschen ja, für Weltcup, weil vielleicht ein oder zwei Weltcup kann ich laufen im Winter. Also ja, schau mal. Nun wirst du diese Saison wieder für dein Mutterland, die Tschechische Republik, an den Start gehen. Wie kam es zu der Entscheidung? Ja, also mein Wunsch war einfach, meine letzten Jahre wieder für Tschechien zu starten. Und das hat alles geklappt und ich bin froh. Du hast es schon angedeutet, du willst auch im Weltcup starten, aber der Schwerpunkt liegt auf dem Skimarathon, oder? Ja, genau. Also vielleicht bei Tour de Ski ein oder zwei, drei Etappen, aber sonst nur Marathon ist mein Höhepunkt. Nun hast du letzte Saison den Vasalauf gewonnen, das wichtigste Rennen im Skimarathon-Bereich. Was bedeutet dir dieser Sieg? Ja, das war einfach Wahnsinn. Das war eigentlich mein Ziel vor die Saison und ich habe bis letzten Moment nicht geglaubt, dass es geklappt und einfach super. Ja. Welche Ziele hast du für die kommende Saison? Den Sieg beim Vasalauf verteidigen oder gibt es auch andere wichtige Rennen, die du gerne gewinnen möchtest? Ja, also zwei wichtigste Rennen für mich sind Vasalauf, das ist klar, und Marcialonga. Ja. Ist es wahr, ja. Und eine tschechische Staffel bei der WM wäre sicherlich auch noch etwas Interessantes, oder? Ganz sicher, genau. Wie stehen da die Chancen? Habt ihr ein gutes Team? Ja, also die Mädels sind ganz, ganz jung und ich glaube, ja, Top 10 ist schon möglich. Okay, wir wünschen dir viel Erfolg, danke dir und ja, gute Vorbereitung auf die Saison. Danke.